Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zu Ultimate Admiral Dreadnoughts. Ich klicke hier mal to continue und es ist die Alpha 3. In die Alpha 2 haben wir bereits reingespielt. Die Entwickler basteln hier weiter an einem wirklich sehr, sehr vielversprechenden Titel. Ich werde hier mal runterscrollen, immer mal stoppen. Du machst einfach Pause, wenn du die Features der Alpha 3 dir im Detail angucken möchtest. Ich kann nur so viel schon mal sagen, es ist richtig viel passiert. Es gibt jede Menge neue Missionen. Es gibt jetzt Custom Battles. Haufen Balance ist natürlich auch ein Haufen Bugfixes. Es ist einiges dazugekommen, was die Immersion nochmal weiter steigert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein völlig sensationell geiles Taktikspiel jetzt schon. Wenn die Entwickler es hier schaffen, einen vernünftigen Strategieteil zu implementieren, der einen globalen Konflikt mit Ressourcenmanagement, mit Flottenbudget, strategischen Zielsetzungen, Konvoi schützen, Kolonien schützen, Handelskrieg führen und so weiter, wenn den Entwicklern das gelingt, und ich meine das jetzt ernst, was ich jetzt sage, dann ist dieses Spiel in meinen Augen das beste Spiel der letzten 20 Jahre, ganz ehrlich. Also seit Burning Steel, was mein absolutes Lieblingsspiel war, die Älteren unter euch werden es vielleicht noch kennen. Burning Steel war seinerzeit für mich das genialste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Und ich habe die letzten 20 Jahre, meine ganze Gamer-Karriere immer wieder dieses Spiel vermisst und mich wirklich sehnsüchtig nach Entwicklern gesehnt, die mir einen Ersatz für mein verlorenes Burning Steel liefern. Ich habe Burning Steel 1 und 2 tatsächlich auf der Platte. Vielleicht zeige ich euch das mal. Das ist natürlich ein Spiel aus DOS-Zeiten mit einer furchtbaren Grafik, ja, uralten Mid-90er-Grafik, aber inhaltlich das beste Flotten- und maritime Kriegsspiel, was es jemals gegeben hat. Und Ultimate Admiral Dreadnoughts verspricht, ein neues Burning Steel zu werden. Und wenn das wirklich so ist, dann wird es wahrscheinlich das beste Spiel, was ich zu meinen Lebzeiten erleben werden darf. Ist so. Ja, ich habe zwar einen Key von den Entwicklern hier bekommen, aber das ist meine tiefste Überzeugung tatsächlich. Das heißt nicht, dass es so wird, ja. Aber wenn du die Entwickler hier unterstützen möchtest in ihrer Arbeit und eine Early Access Version kaufen möchtest, ob sich das jetzt schon lohnt, kannst du anhand meiner Let's Plays jetzt hier dir vielleicht schon vorstellen oder auch nicht vorstellen. Und ich würde mich aber freuen, wenn du dieses Projekt durch einen Kauf unterstützt. Ich habe auch nichts davon, ich bekomme da nichts für. Es ist mir einfach eine Herzensangelegenheit und ich bin den Entwicklern wirklich nicht nur für diesen Key sehr dankbar, sondern für ihre Arbeit, die sie hier liefern. Und die Alpha 3 ist, ich habe vorhin eine Schlacht gespielt und es macht so fucking scheiß viel Spaß, Leute. Es macht so viel Fun. Richtig, richtig geil. Und selbst wenn der Strategiepart verkackt werden würde, wäre das ein fantastisches Taktikspiel, was einmalig ist auf dem Spielemarkt. Und zusammen mit einem guten Strategieteil à la Rule the Waves, ja. Wenn das so wie Rule the Waves werden würde, inhaltlich, dann wird hier Computerspielgeschichte geschrieben. Nicht mehr und aber auch nicht weniger. So, ich hatte gespielt. Was hatte ich denn gespielt? The Modern Battleship. Ich habe hier mit einem hochmodernen Schlachtschiff gegen 3 ältere Schlachtschiffe, gegen 5 alte Kreuzer und gegen 5 Zerstörer gekämpft. Hat richtig viel Spaß gemacht, dauert aber ewig. Von daher werde ich das nicht machen. Wir werden spielen There Can Be Only One. Ein Duell zwischen 2 modernen Schlachtschiffen. Wir werden jetzt hier in der ersten Folge ein modernes Schlachtschiff deutscher Bauart bauen, vom Stapel lassen und dann im 1:1 Duell. Ich weiß noch nicht, gegen wen es geht, ob es gegen ein britisches Schiff oder ein amerikanisches Schiff. Wir werden es sehen. Wir können jetzt hier wählen zwischen Funds. Wir haben 150.000. Ich vermute mal, wir kommen mit den 150.000 zurecht. Falls nicht, behalte ich mir hier vor, das nochmal zu ändern. Ich würde jetzt auf Boost Technology gehen.
Ja, und sag ich mal, im Geiste des Schlachtschiffs Bismarck hier einfach auf neueste Technologie setzen. Hier sehen wir die Reichskriegsflagge der kaiserlichen Marine wehen. So, wir haben 85.000 Tonnen, das würde ich hier auch mal lassen. Ich würde hier auch bei 30 Knoten erstmal bleiben. Range lassen wir long. Wir hätten natürlich jetzt einen Vorteil, wenn wir hier auf Medium gehen, aber Schlachtschiffe haben einfach eine große Reichweite. Das ist deren Auftrag, den sie haben. Hier ist der Bulkheads schon mal auf Manny gestellt, das ist auch gut. Also die Schotten. Und rollenspielerisch lassen wir jetzt hier mal long. Es wäre natürlich jetzt cooler, so zu machen. Da hätten wir nochmal ein bisschen Tonnage, aber wir bleiben hier auf long, um hier einfach wie nennen wir das denn? Wie nennen wir? Ja, ich bin noch. Sag mal. Governance. Tippets. Tippets gebaut in Wilhelmshaven. Mein Opa hat mir immer erzählt, der ist ja aus Wilhelmshaven und meine Mutter ist da ja auch geboren. Der hat mir immer erzählt vom Bau der Tippets, dass man diesen riesigen Rumpf da, bis über die Gückerstraße war es, glaube ich, irgendwie hat hängen sehen. So, wir nehmen hier die Gasturbine 2. Ihr wird die Kosten hochtreiben. Nochmal also zur Erklärung. Ihr habt hier die Tonnage, könnt ihr hier einstellen. Damit ändert sich dann auch die Größe des Rumpfs. Solche Details finde ich schon mal total großartig. Und ihr seht hier die Nutzlast, die wir tragen können. Geschwindigkeit ist natürlich Key, sag ich mal, ist der Schlüssel zum Sieg. Vor allen Dingen dann, wenn man auch auf operativer Ebene quasi die Flotten kommandiert, ist Geschwindigkeit natürlich der Faktor, der einen entscheiden lässt, kämpfe ich oder kämpfe ich nicht. Ne? Das war zum Beispiel das Kalkül oder das Konzept hinter einer Admiral Graf Spee oder einer Deutschland, die dann eben stärker bewaffnete Gegner ausmanövrieren konnten durch ihre Geschwindigkeit und schnellere Gegner eben gut bekämpfen konnten durch ihre 28 cm Drillingslafetten. Wir werden hier 30 Knoten und lasst euch da nicht täuschen, das ist eine extrem hohe Geschwindigkeit, ne? Gerade für so riesige Pötte ist das, also wenn man da Hartruderlagen fährt, dann legt sich das Schiff richtig übel auf die Seite, ne? Bulkheads ist natürlich dann Schutz gegen Überflutung und so, das ist Manny auf jeden Fall Pflicht. Hier kommt jetzt unser Budget hier zum Tragen und das ist natürlich was unheimlich spannend wird, wenn wir hier auf strategischer Ebene dann, sag ich mal, von der Regierung ein Flottenbudget gestellt bekommen und damit müssen wir dann eben Flotten unterhalten. Da müssen wir halt überlegen, ja, verbauen wir hier billige Teile und erhöhen den Output an Schiffen oder eben bauen wir wenige Schiffe, die aber extrem gut ausgerüstet sind. Das ist also wirklich hochspannend. Hier ist es jetzt so ein bisschen Wayne, sag ich mal. Ich habe mich hier für die Gasturbine entschieden. Übrigens, die letzten Schiffe, die noch mit Dampfturbinen betrieben wurden, in Deutschland sind in den 90er Jahren außer Dienst gestellt worden. Das waren die Raketenzerstörer der Lütjens-Klasse. Wunderschöne Schiffe. Wenn ihr eines davon mal besichtigen wollt, das ist die Mölders, liegt im Marinemuseum Wilhelmshaven. Die kann auch noch einsatzbereit gemacht werden. Da könnt ihr das ganze Schiff angucken. Unglaublich schöne Linienführung und wirklich ein echtes Kriegsschiff. Ganz anders als die Fregatten oder die Korvetten heutzutage, war das ein richtig offensiver Raketenzerstörer mit 120 mm Geschützen. Und wie gesagt, wunderschöne Linienführung, super schnell das Ding, also wirklich ein ganz, ganz tolles Schiff. Wir verbauen Gasturbinen. Ich habe mich hier für Öl entschieden. So, und die Boilers erhöhen hier die Funnel, Capacity Funnel, das sind die Schornsteine und die Schornsteine sind dafür verantwortlich, wie viel Horsepower wir hier haben können. So ganz habe ich das aber noch nicht durchdrungen, wie sich das genau mit den Schornsteinen hier verhält. Auxiliary Engine 3, deswegen, damit wir eine hohe Turnrate haben, also eine hohe Drehgeschwindigkeit der Türme und hier eben auch harte Ruderlagen fahren können, die auch hiermit noch gewährleistet werden. Hier mit Shaft 3 haben wir hier eine Turning Rate von 30%, also dass das Schiff schnell dreht. Ich weiß nicht, ob wir hier mit Torpedos rechnen müssen, ich vermute es aber mal ganz stark.
So, dann haben wir hier den Stahl und wir verbauen natürlich Kruppstahl als Deutscher, wollen wir hier deutschen Kruppstahl verbauen und ihr seht auch, hier gehen vor allen Dingen die Kosten nach oben. Also hier, sag ich mal, bestimmt euer Geldbeutel, was ihr verbaut, hier unten bestimmt vielmehr die Tonnage, die ihr noch zur Verfügung habt, was ihr verbaut und hier könnt ihr eben auch, dann seht ihr, das wird dann leichter, ne, der Stahl halt, ja, obwohl er immer stärker wird, wird der leichter. Ich würde es mal jetzt mit Kruppstahl 3 versuchen, oder wisst ihr was, wir verbauen hier Kruppstahl 3, was war das für ein Kostenunterschied? 5000, fast 10% hier. Dann Barbetten. Ich hatte in einer Folge ja schon mal erklärt, was eine Barbette ist. Falls du die Folgen noch nicht kennst, kannst du gerne, ich verlinke sie mal hier in der Infocard rechts oben, die vorangegangenen Folgen von Dreadnought. So, und ich würde es erstmal, da werden natürlich die Geschütze dann schwerer. Insgesamt, die Barbetten gehören ja quasi zu den Geschützen. Beziehungsweise die Barbetten sind eigentlich das Lager, wo die Geschütze drin gelagert sind, ne? Und so ein Geschütz ist ja eben nicht nur das, was wir in der Oberfläche sehen, sondern geht ganz tief in den Schiffsrumpf rein. Das ist so hoch wie ein vierstöckiges Haus oder so, das Ding, wo eben, ja, Dutzende von Matrosen damit beschäftigt sind, diese riesigen Geschützplattformen dann zu bedienen. Und wie aufwendig das ist, ein vergleichbares Kaliber an Land zu unterhalten, seht ihr an den deutschen Eisenbahngeschützen im Zweiten Weltkrieg. Man muss sich überlegen, dass ein deutsches Eisenbahngeschütz etwa eine Besatzung, ich glaube es waren 1200 Mann, waren dafür vonnöten, um ein so ein Geschütz zu betreiben. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Die Großkampfschiffe sind auch heute noch, ja, also heute gibt es natürlich keine Schlachtschiffe mehr, heute gibt es nur Flugzeugträger als Großkampfschiffe. Das sind die modernsten, schlagkräftigsten und teuersten und kompliziertesten Waffenplattformen und Waffensysteme, die es jemals auf unserem Planeten gab, ne? Entsprechend gut müssen die auch geschützt sein. Nicht nur jetzt durch interne Systeme, sondern auch durch die ganze Flotte. Damals war das Schlachtschiff der Kern der Flotte, dann abgelöst vom Flugzeugträger, vor allen Dingen in der amerikanischen und in der japanischen Flottendoktrin. Die Engländer haben da noch viel mehr auf Schlachtschiffe gebaut und die Deutschen ja vollkommen. Und das gesamte Flottenkonstrukt war eigentlich um ein Schlachtschiff herum gebaut, ja. Die gesamte Flotte war eigentlich nur dazu da, um das Waffensystem Schlachtschiff oder dann das Waffensystem Flugzeugträger zur Wirkung zu bringen. So, Antitorpedo halte ich für nicht so wichtig. Das ist Schutz gegen Minen wahrscheinlich. Also, wouldn't the ship barrier of seawater in case of other hull damage and leaks? Torpedo damage. Ja, machen wir mal Double. So. Ich würde jetzt aber hier wirklich die besten Anti-Flooding mindestens Hull Weight. Ja, komm. Zack. Zitadelle nehmen wir natürlich die beste. Weight, Armor Strength. Ja, ja, zack. So. Dann machen wir hier nochmal weiter. Wir nehmen Super Heavy Shells. Increased. Ne, nehmen wir mal Standard. Dann brauchen wir noch das Pulver. Gun Range. Was ist denn hier? High Explosive Shells. Alloyed, Penetration, TNT. Okay. Ich würde auf Penetration jetzt gehen, da wir es mit einem stark gepanzerten Gegner hier zu tun haben werden. White Powder. Ich würde TNT nehmen. Shell Damage. Aber hier war doch auch irgendwo Gun Range 5%. Shell Damage. Shell Muscle Velocity. Fire. Das ist eher so für Kreuzer oder so, ne? Würde ich sowas nehmen.
Es ist so großartig. Allein diese Konstruktion, ja, von diesem Schiff ist so der Burner, ey. Also, das ist so ein. Allein das hier. Das könnte ja schon der Schiffbausimulator sein, ja. Es gibt ja so, mittlerweile so dutzende komische Simulatoren, ne, auf Steam. So der Computerbausimulator und so. So. Zack. Wir müssen langsam ein bisschen drauf achten. So, Standard Reloading machen wir Auto. Gun Reload Time ist extrem wichtig. Und hier natürlich das Beste, was es zu Gun Aiming Speed, Gun Long Range Accuracy. Ah ja. Zack. Radio, was ist das? Das ist natürlich eher, machen wir jetzt einfach mal Advanced hier, Radar. Tower Spotting, das machen wir auch. Zack. So, Panzerung lassen wir nochmal und dann geht's jetzt an den Bau des Schiffes. Boah, ist das geil, Leute, echt. Ich glaube, ich habe. Boah, krass, wir können hier bis 18, sorry, ist der Ton kurz weg? Achso, nee, doch. Weil ich habe nämlich auf dem Desktop so einen Umrechner von Zoll zu Zentimetern. Also 15 Zoll müssten die Geschütze der Bismarck gewesen sein. Und das 18 Zoll waren eher die Geschütze der Yamato. Das sind knapp 46 Zentimeter. Und natürlich nehmen wir die in Drillingslafetten. Ich will hier nicht über den Wellenbrecher rübergehen. So. Zack, ist das geil, ey. Bah! Wartet mal, wenn die Dinger feuern, ey, da glaubt ihr nichts mehr. Da haben die Entwickler, also der, ohne Scheiß, das ist, da gehen jetzt, die, also es ist ja so, dass bei großen Entfernungen kämpft man mit Steilfeuer. Also da werden die Rohre extrem steil ausgerichtet und zum Nachladen werden die natürlich wieder in die waagrechte, in die horizontale gedreht, damit mir das Geschoss, was ja wie 400 Kilo wiegt oder so pro Geschoss, damit man das nicht hochstopfen muss, sondern eben so dahin. Und ne, die gehen dann eben in die Horizontale, dann werden die, wenn die geladen sind, gehen die einzeln auch wieder hoch. Also die haben natürlich unterschiedliche Geschwindigkeiten, weil halt jedes Rohr hat natürlich eine eigene Besatzung. Und die arbeiten ja auch unterschiedlich schnell, ne? An solche Details denken da die. Jetzt müssen wir ein bisschen auf die Tonnage aufpassen. Kann sein, dass wir das. Das sind echt auch fette Rohre, ne? So, dann Main Tower. Ich habe erstmal die Geschütze gesetzt. Ah, okay. Das war aber ein Fehler. So, müssen wir doch erst den Main Tower. Bei meinem letzten Schlachtschiffbau. Da war das sinnvoller, erst die Geschütze zu setzen, weil man dann den Tower besser. So, weil ich will nicht über den Wellenbrecher rübergehen, weil das macht man natürlich nicht, ne? Der Wellenbrecher ist natürlich vor dem Geschützturm. So. Bam! Aber ich weiß nicht, ob wir es. Nee, das schaffen wir nicht. Wir brauchen ein bisschen Tonnage. Ich will mal ein bisschen Geschwindigkeit wegnehmen. Wir machen mal 28 Knoten. Weil ich würde ganz gern hier schon die. Ohne Scheiß, ey. Freut euch da mal auf das Gefecht. So, und hier gucken wir mal. Hier haben wir jetzt natürlich jede Menge. Aiming Speed, Long Range Accuracy. Das ist natürlich extrem wichtig jetzt hier, ne? Damage Control. Und das ist ein Unterschied von 5000 Tonnen, ne? Modern. So. Und wir nehmen mal den. Wahnsinn.
So, dann brauchen wir noch die Funnels, ja, das Mega-Funnel. Geil, ey. Das sieht halt auch echt nach einem deutschen Schiff aus, ne? So, dann... Oh, scheiße, jetzt habe ich es weggemacht. Ja, kann sein, dass wir andere Geschütze brauchen, ne? Der Hammer. Aber diese Geschütze können wir nicht unterhalten. Leider. Gucken wir mal. Aber so viel sparen wir da gar nicht, ne? Kann man das nicht noch ein bisschen zurück? Nee, aber das ist gut, gut ausbalanciert, ey. Meine Herren. So gut. Okay, wir gehen mal in die Sekundärartillerie rein. Mal gucken. Da können wir 8 Zoll Geschütze. Das ist natürlich... Nee, passt da nicht hin. Gucken wir mal bei 6 Zoll. Auch nicht. Hm. 5 Zoll. So. Sieht tatsächlich auch ein bisschen aus wie die Tirpitz, ne? Nicht so wirklich. Das ist nicht dieser schöne Atlantikbug. Oh. Alter Schwede. Oh, freue ich mich da auf diesen Fight, Leute. So, wir nehmen hier noch 3 Zoll. Können wir da auf 4 Zoll? Nee, das geht nicht mehr. Doch, da oben. So, was war das jetzt? 3 Zoll, auch doppelter Fette. Es ist so der Hammer. Ich hoffe halt auch mal, dass da auch irgendwie noch Flugzeugträger kommen, ne? Ach, das ist geil. Machen wir eher Flaktürme. Komm, das bringt uns jetzt nicht viel, aber es ist doch so ein bisschen... machen hier Flaktürme hin. Zack. Dann hier noch so Zwillingsdinger. Krass. Nee, da will er nicht. Oder was? Warte mal, was ich auf jeden Fall noch machen will, sind Torpedos. Torpedotubes. Ja, aber die kriegt er doch nicht abgeworfen hier. Da. Denn die Tirpitz hatte ja auch Torpedos. Und gerade jetzt gegen ein anderes Schlachtschiff. Ach, ich habe die ganze Zeit auf die Kosten geguckt und dachte, das ist ein Problem mit der Tonnage. Mensch. Basti, ey. Concentrate. So, Main Guns. Wir probieren es nochmal mit den Drillingslafetten. Womit es eigentlich gut gefällt mit den Zwillingstürmen. Ah, jetzt ist es. Ja, das ist zu teuer. Ah,
Das ist zu teuer, aber Speed können wir jetzt wieder hochmachen. Das ist zu teuer. Naja, aber das würde ich ungern. Engine Cost. Scheiße. Verdammt, geht doch nicht. Na komm. Okay, naja, dann ganz im Stile der deutschen Schiffsbauweise mit Zwillingstürmen. Auch die Kreuzer hatten ja auch keine Drillingstürme, obwohl stimmt nicht, die leichten Kreuzer schon. Ist trotzdem jetzt noch zu teuer. Wieso? Knapp kalkuliert, alter Scholli, ey. Some parts are badly placed. What do you mean? Okay. Some guns are poor sector fire. So. Aber warte mal, dann machen wir das mal weg. Was waren das? 7 Zoll Geschütze oder was? Ah, aber das. 6 Zoll. Nee. Dann machen wir die Torpedo-Tubes wieder hin. Und dann würde ich ganz gerne hier noch die Panzerung erhöhen. Da geht natürlich auch der Preis nach oben. Die Geschütztürme würde ich gerne hier noch ein bisschen besser panzern. Wir haben echt das Geldproblem, ne? Naja, aber das kostet dann auch echt astronomisch viel. Machen wir mal so. Und da würde ich lieber die Gürtelpanzerung noch ein bisschen hochziehen. Auf 13 Zoll. The Science. Deckpanzerung. Um Steilfeuer hier. Weil wir werden, denke ich mal, hier viel auf Long Range kämpfen. Ich gehe mal wieder auf 28 Knoten. Das ist ein bisschen Gefrickel jetzt hier, ne? Was haben wir denn für eine Horsepower jetzt hier? 133.000. Und Funnels haben wir Mega Funnel 3. Okay. Ist das ein schönes Schiff. Ich hoffe auch mal, da kommen dann noch die Bemalungen und so, ne? Dass man dann auch noch Tarnbemalungen irgendwie anbringen kann und so. Ich muss mal kurz den Ton kurz weg. Entschuldigung, bitte. So. Ah ja, wir sind jetzt auch bei 30 Minuten. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Break. Und werden uns dann in der nächsten Folge das Gefecht angucken. Ich werde jetzt hier nochmal Feinheiten justieren, um nochmal ein bisschen mehr hier ans Cap ranzukommen. Und dann würde ich sagen, fechten wir den Kampf mit der Tirpitz gegen einen noch unbekannten Gegner dann in der nächsten Runde aus. Hammer hat. Freue mich mega auf den Kampf, Leute.
Okay, ihr Lieben, lasst mir ein Like da. Schreibt mir eure Gedanken irgendwie zu diesem Spiel in die Kommentare. Und eins noch, es wird dann Anfang des Jahres auch es ist ja noch ein zweiter Ultimate Admiral Teil in der Mache, Age of Sail. Das wird auch sehr spannend. Da habe ich noch gar nicht reingeschaut. Ich bin so geflasht noch von diesem Spiel. Okay, ihr Lieben, dann bis zur nächsten Folge. Ich bin der Basti, ich bin der raus. Ciao, ciao.